Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem es den EU-Gläubigen in allen Parteien nicht mehr so recht gelingt, den Bürgern die vermeintliche Großartigkeit ihres Projekts glaubhaft zu machen, bedienen sie sich mehr und mehr des Instrumentariums totalitärer Diktaturen. Nach dem Brexit, nach den beeindruckenden Erfolgen EU-kritischer Parteien auf dem ganzen Kontinent, nachdem die EU-Institutionen auf immer heftigere Ablehnung stoßen, wäre es eigentlich an der Zeit gewesen, zumindest einen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, ob es nicht Zeit für eine Umkehr oder zumindest für eine Kurskorrektur ist. Aber auf solche Ideen kommen Sie alle nicht. Der vermeintlich dumme Bürger hat einfach nicht verstanden, welche Wohltaten in Brüssel doch immer wieder angedeihen ist. Und sicherheitshalber zählt Sie der Antrag dann gleich auch noch mal auf. Da ist von einer langen Friedenszeit die Rede, die Sie meinen, sei ein Produkt der EU. Historisch gewagt, denn es gibt schließlich die EU erst seit den 1990er Jahren und es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die eine Rolle gespielt haben bei der Verhinderung von Krieg in Europa. Auch das freie Reisen verdanken wir, wie es heißt, Brüssel. Und auch das gehört natürlich eher ins Märchenreich. Wir Deutschen können mit unserem Reisepass, das können Sie nachlesen, in 177 Länder der Welt reisen, ohne ein Visum zu beantragen. Das ist mehr als aus jedem anderen Land. Und das sind rein rechnerisch, Herr Kollege, 151 Länder, die nicht in der EU sind. Und natürlich darf der freie Warenverkehr auch nicht fehlen. Für uns als Exportland freilich auch ein zweischneidiges Schwert. Zwar können wir zollfrei in den Binnenmarkt exportieren, aber der schrumpft im weltweiten Vergleich seit Jahren. Im Verkehr mit Drittstaaten ist die EU nichts anderes als eine Zollunion und erhebt teilweise erhebliche Zölle, die unseren Exporteuren natürlich dann auch zu schaffen machen. Meine Damen und Herren von den Grünen, Herr Remmel, Sie bedienen also schon in der Einleitung Ihres Antrags einen bunten Strauß von Lebenslügen, mit dem Sie sich Ihr EU-Projekt schönbeten wollen. Demnach fällt es dann auch schwer, Ihnen zu glauben, dass es Ihnen, wie es im Antrag heißt, um bessere Informationen gegen Vorurteile und Falschmeldungen in Bezug auf Europa und die EU geht. Falsch ist in Ihrer Filterblase offenbar nur die Information, die die EU in einem schlechten Licht erscheinen lässt. Und davon gibt es leider so einige. Sie können und dürfen ja der Auffassung sein, dass die EU die Lösung aller unserer Probleme ist, dass wir einen Superstaat brauchen und dass die Nationalstaaten abgeschafft gehören. Das ist völlig legitim, aber es ist natürlich auch nicht besonders klug. Schwierig, aber sogar totalitär und antidemokratisch wird es erst, wenn Sie diese Meinung zur allgemein gültigen erklären wollen und sich staatlicher Mittel und Steuergelder bedienen, um die Bürger unseres Landes, insbesondere die jungen Menschen, damit zu indoktrinieren. Wenn Ihre EU so toll ist, wie Sie das immer behaupten, und wenn das so sehr auf der Hand liegt, dann sollten Sie doch keinen Grund haben, sich von einem fairen und demokratischen Meinungsaustausch zu fürchten. Schon jetzt lässt sich die EU ihre Öffentlichkeitsarbeit Millionen kosten und finanziert mit hübschen Fördersummen die gewünschte Berichterstattung in den Medien. Glücklicherweise und offenbar ohne nennenswerten Erfolg. Vor diesem Hintergrund ist es geradezu grotesk, wenn Sie diesem Steuergeld nun weiteres hinterherwerfen wollen, um den EU-Propagandaapparat weiter aufzublähen. Und demokratisch ist das ganz sicher nicht. Meine Damen und Herren, in Amerika sagt man, du kannst ein Schwein mit Lippenstift anmalen und es bleibt trotzdem ein Schwein. Und so ist das auch mit der EU. Wenn alle bisherigen Propagandaanstrengungen nicht ausgereicht haben, um sie den Bürgern schmackhaft zu machen, dann muss man sie vielleicht schön machen und nicht schön reden. Es wird Sie da nicht überraschen, dass meine Fraktion den Antrag nicht unterstützen kann, einer Ausschussüberweisung aber natürlich zustimmt.